Hi zusammen, 20 Akkustaubsauger habe ich in den letzten 12 Monaten hier getestet und einige weitere auf der IFA ausprobieren können. Es wird Zeit für eine Rangliste der besten Akkustaubsauger im Jahr 2020. Da ich mich persönlich sehr intensiv mit dem Thema Akkustaubsaugern beschäftigt habe, möchte ich euch gerne noch zwei wichtige Gedanken mitteilen, bevor wir mit den besten 5 Akkusaugern starten. Und zwar geht es um das Thema Preis-Leistung als auch den Akkustaubsaugermarkt allgemein. Akkustaubsauger sind generell etwas teurer als kabelgebundene Beutelstaubsauger. Der Kostenpunkt liegt zu großen Teilen in den verbauten Akkus, die den Saugmotor, eine motorisierte Bodendüse, die LED-Beleuchtung oder auch einen ganz neuen Trend aus der Premium-Kategorie, die LED-Displays, befeuern. Der Akkusaugermarkt an sich besteht zu etwa 80% aus China-Produktion. Überwiegend sind das Kooperationen der Marke Xiaomi. Ihr seid bei eurer Recherche vermutlich selber schon mal auf Modelle mit Namen Dream, Jimmy, Roidmi, Papio oder auch den Xiaomi Mi Handheld gestoßen. Das sind alles Marken im Xiaomi-Ökosystem und die sehr clevere, aber auch sehr intransparente Strategie dahinter ist, mit vielen starken, aber leistungstechnisch ähnlichen Akkusaugern den Markt zu fluten und dann regelrecht zu dominieren. Und diese Streutaktik funktioniert natürlich nur dann, wenn man wirklich die besten Modelle besitzt. Und zumindest im unteren Preisbereich von 150 bis 250 Euro sehe ich tatsächlich auch wenig, was dem Xiaomi-Monopol hier standhalten kann. In der gehobenen Preisklasse als auch der Luxusklasse, da zeigt sich dann wieder ein anderes Bild. Die großen europäischen und amerikanischen Firmen setzen hier richtigerweise auf Qualität, Innovation und Vielseitigkeit, anstatt hier mit den chinesischen Dumpingpreisen zu konkurrieren, bei denen man durch die höheren Produktionskosten ja doch den kürzeren ziehen würde. Und während die China-Sauger meistens nach Schema F gebaut sind, ist das im Rest der Welt auch deutlich interessanter. Der britische Hersteller Dyson gilt als Erfinder des Akkusaugers und hat im Premium-Bereich durch seine starken Saugmotoren sehr großen Erfolg. Die deutsche Firma Miele hat zum Beispiel mit dem Triflex Hikes 1 dann ein sehr erfolgreiches Debüt im High-End-Bereich abgeliefert. Die Philips SpeedPro Akkusauger verfolgen ebenfalls einen sehr eigenen und auch Samsung hat ein Topmodell mit zusätzlicher Wischung zum vorgestellt. Aus China sehe ich in der Oberklasse nur Tineco mit dem Pure One S12 auf Augenhöhe. Ja, und diesen Blickwinkel wollte ich euch einfach mal mitteilen und weil dieser Markt je nach Preislage so stark gespalten ist, soll es in diesem Video erstmal konsequent um die besten Akkustaubsauger im Sinne der Preis-Leistung gehen. Die besten Premium-Geräte, das heißt von 400 bis knapp 1000 Euro, die stelle ich dann im nächsten Video auf diesem Kanal vor. Hier gibt es jetzt erstmal die Top 5 Akkustaubsauger 2020 aus der Kategorie Preis-Leistung. Viel Spaß! Auf Platz 5 sehe ich die Jimmy Akkusauger. Der Jimmy JV51 war eines der ersten richtig starken günstigen Modelle mit einer akzeptablen Verarbeitung. Ein 400 Watt Motor mit 100.000 Umdrehungen pro Minute sorgt für eine hohe Reinigungsleistung. Einer der Stärken von Jimmy Modellen ist, dass man die Akkus einfach wechseln kann, zumindest wenn man sich dazu entscheidet, einen zweiten Akku separat zu kaufen. Der Punkt ist wichtig, weil die Betriebszeit aktuell noch der technologische Flaschenhals ist, bei dem alle Akkusaugergeräte stark limitiert sind. Mit dem Jimmy JV51 hatte ich persönlich viel Freude und habe den lange im Einsatz gehabt, bis der neuere und etwas verbesserte Jimmy JV83 diesen Platz eingenommen hat. Beide Geräte gehören zum Besten, was man im günstigen Preisbereich bekommen kann und es empfiehlt sich hier auf Preisunterschiede zu achten. Die Jimmy-Sauger sind zwar störend laut, leisten aber nur knapp 10% weniger als vergleichbare etwas teurere Sauger und haben daher ein hohes Schnäppchenpotenzial. Auf Platz 4 sehe ich den Roidmi F8 Storm und Roidmi ist eine Marke, die Lorbeeren bei vielen meiner Kollegen geerntet hat. Ich habe bisher 3 Roidmi Akkusauger testen können, den F8 Lite, den F8 Storm und den Roidmi X20 Next. Letzterer findet allerdings mit einem Preis von über 400 Euro in diesem Video keinen Platz. Ich finde das Roidmi Konzept stark überzeugend, weil das eine gute Kombination aus Komfort und Leistung ist. Komfort finden wir durch ein geringeres Gewicht als bei anderen Modellen, als auch durch einen 270 Grad Griff, der uns eine einfache Anwendung in jeder Lage ermöglicht, als auch durch den Automatikmodus. Wir müssen also keine Taste durchgängig drücken. Roidmi hat zudem vor kurzem ihre Preise um 50 Euro nach unten angepasst, womit der Roidmi F8 Storm nun stark wettbewerbsfähig ist. Es gibt Modelle, die etwas mehr Leistung bieten als der F8 mit seinen 18.500 Pascal. Allerdings ist Roidmi mein ergonomischer Spitzenreiter und der Storm kommt auf ähnliche Reinigungsergebnisse wie der 23.000 Pascal starke X20 Next. Auf Platz 3 gibt es dann eine kleine Überraschung und zwar ist das mein Testsieger aus dem letzten Test und dies ist der stärkste Akkusauger, den ihr in der Einstiegs- bis Mittelklasse überhaupt kaufen könnt und hat auch die beste Reinigungsleistung, die ich in diesem Bereich je feststellen konnte. Auf 23.000 Pascal bringt es der Mi-Sauger. Diesen Rekord erreichen zum Beispiel High-End-Sauger wie der Tineco Pure One S12 nicht. Auch der Dyson V11 liegt nur ganz knapp hier drüber. Tolle Leistung, flexibel, einfaches Wechseln der Teile. Der Staubblätter ist einfach zu entleeren und ist auch hygienischer als bei anderen Geräten. Der Mi Handheld ist eine Leistungsmaschine, die sonst
uns deutlich mehr kosten würde. Zudem ist der Akku dreimal schneller aufgeladen als bei anderen Geräten. Es gibt allerdings auch Nachteile, durch die ich meine frühere Einschätzung zu Xiaomis ersten Akkusauger unter eigenem Label etwas nach unten korrigiere. Auch wenn die Schnellladefunktion toll ist, ist die Betriebszeit sehr gering. 30 Minuten im Echo und nur 6 Minuten im Turbo-Modus. Was mich jedoch mehr stört, ist, dass die Leistung nach einigen Wochen im Einsatz stark nachgelassen hat. Und zwar ohne, dass der Filter komplett verdreckt wäre. Ich finde das Gerät nach wie vor stark und es ist einer der Top-Performer. Nach aktuellem Wissensstand aber nicht mehr meine erste Wahl in dieser Preisklasse. Ja, und damit zieht der Dream V9 bzw. der identische Dream V9 Pro an dem Xiaomi Akkusauger vorbei. Der Dream V9 Pro ist so ziemlich das Topgerät der Budgetklasse, also mit 20.000 Pascal Saugleistung. Mittlerweile gibt es das Gerät in einer aktualisierten Version mit 60 Minuten Laufzeit im Echo-Betrieb anstatt den vorherigen 45. Das ist ultra stark, weil die meisten Akkusauger gerade mal bei der Hälfte sind. Und wir haben einen Fünffachfilter mit 99,99% Filterung von Kleinstpartikeln und eben auch einen ziemlich geilen Preis von nur knapp über 200 Euro. Das ist ausdauernder und das ist günstiger als ein F8 Storm oder ein Mi Handheld. Natürlich gibt es auch große Gemeinsamkeiten zwischen dem Dream V9 Pro und anderen Modellen im Xiaomi Ökosystem. Das ist ein klassisches Modell mit Pistolengriff, fest verbautem Akku und guter Verarbeitung. Bei der Reinigungsleistung gehört er zu den besten Geräten und mit der Softwalze ist er vor allem auf Hartböden spezialisiert. Er zielt aber auch auf Teppichen überraschend gute Ergebnisse und ist damit mein Favorit in diesem Preisbereich. Übrigens gibt es brandaktuell nun auch den Dream V10 zu kaufen. Ich habe das Gerät bereits bestellt und mich darüber schlau gemacht. Prinzipiell sind kaum Unterschiede zwischen dem Dream V9 Pro und dem Dream V10 zu erkennen. Allerdings hat der V10 einen 10% stärkeren Motor und soll dazu etwas leiser sein. Das hört sich auf jeden Fall ganz gut an, denn auch der Dream V9 ist mit seinem bürstenlosen Motor nicht besonders laut. Ja, man findet wohl aktuell nichts Besseres für den Preis. Allerdings gibt es ein Modell, was ich selbst diesem Dream Akkusauger vorziehe. Und zwar ist das mein aktueller Testsieger. Der AEG QX9 ist der beste Akkustaubsauger mit den Schwerpunkten auf Preis-Leistung und Komfort. Das ist ein einwandfrei verarbeitetes Gerät mit guter Filterung, mit guter Akkulaufzeit und einer starken Anwendung als auch einer hohen Qualität. Beim QX9 finden wir Funktionen, die kein anderer Akkustaubsauger bietet, selbst in der Oberklasse nicht. Fangen wir einfach mal an mit der Freistehen-Funktion. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das ich neben unserem AEG nur bei dem Bosch Athlet beobachten konnte. Alle anderen Akkustaubsauger würden direkt umfallen und selbst das Anlehnen an die Wand ist mit Risiken verbunden. Auch die Ladestation können wir einfach auf dem Boden platzieren, ohne Löcher in die Wand bohren zu müssen. Dann hat das AEG-Modell eine Reinigungsfunktion, die lange Haare oder auch Tierhaare, die sich in der Rollbürste festsetzen, einfach zerschreddert. Und das ist einzigartig, das habe ich noch nie gesehen und ist extrem nützlich. Und das dritte stark überzeugende Argument für diesen AEG QX9 ist die extrem einfache Handhabung der Max-Funktion. Mehr Luxus geht an der Stelle einfach nicht. Bei anderen Akkusaugern muss man hier aufwendig umstecken. Da rasten die Dinger auch manchmal nicht ein und hier kann man das Handteil einfach rausnehmen. Und zwar ohne zu ziehen und ohne irgendeine Taste zu drücken und das ist ziemlich genial. Durch die besondere Bauform hier haben wir zwar den Nachteil, dass der unten nicht ganz so flach ist. Dafür merkt man das Gewicht beim Saugen überhaupt nicht. Das ist bei anderen Akkusaugern anders. Da liegen durch den Motor und den Akku 1,5 Kilo auf dem Handballen. Ansonsten haben wir hier noch eine LED-Beleuchtung und wir haben die größte Fugendüse, die ich je gesehen habe. Die Reinigung ist ebenfalls sehr überzeugend. Hier hatte ich ja den Vorgänger CX-7 II noch wegen der Saugkraft kritisiert. Der hat einfach nicht genug Power gehabt und da sind so ein paar Sachen dann einfach wieder rausgerieselt. Das haben wir beim QX9 nicht. Da haben wir eine verbesserte Saugkraft und wir haben ein sehr gutes Zusammenspiel mit dem mechanischen Part, also der Rollbürste hier. Insbesondere bei grobem Dreck zieht er sogar den Dyson V11 oder den Tineco Pure One S12 ab, weil die vorne einfach zu flach gebaut sind. Die haben so eine Zuführung und dann schieben die größere Brocken einfach vor sich her. Das macht der QX9 besser und ich war hier mit der Reinigung sehr zufrieden. Der QX9 ist im Prinzip ein Teppichspezialist, aber selbst auf Hartböden hat er alles weggeräumt, was die China-Sauger nicht geschafft haben. Er landet bei mir auf Platz 1 und ist Testsieger, weil der meiner Meinung nach am ehesten der Definition eines Akkustaubsaugers entspricht. Er bietet fast kritiklos den höchsten Komfort an, den ich mir beim Akkusauger überhaupt vorstellen kann, gepaart mit einer ordentlichen Reinigung. Und darum sollte es bei Akkustaubsaugern letztendlich auch gehen, denn wenn man einfach nur Leistung will, dann kann man sich auch einfach einen kabelgebundenen 800 Watt Sauger kaufen und die Power aus der Steckdose ziehen. Also für mich ist der QX9 aktuell das Nonplusultra im günstigen bis mittleren Preisbereich. Vom AEG CX-7 II rate ich allerdings ab, der sieht zwar ähnlich aus, der hat auch viele der Funktionen, aber da ist die Saugkraft zu gering. Das lohnt sich trotz des verlockenden Preises nicht. Ja, das war's dann fast mit dem Video. Es gibt noch einen Mitstreiter mit einem potenziell guten Akkustaubsauger, der in diesem Video nicht vorkam. Die Rede ist vom Tineco IF Hero bzw. Master. Zu Tineco oder vielleicht wird es auch Tinko ausgesprochen, muss ich sagen, dass ich in den letzten Wochen 2 Tineco Akkusauger getestet habe. Vom A10 Hero war ich enttäuscht. Der hatte mir in allen Bereichen zugesagt, hatte aber im Saugtest leider enttäuschend wenig Power. Und der Tineco Pure One S12, der liegt eher so im Bereich 500 bis 600 Euro. Da hat mir vieles gut gefallen, anderes hat mir wiederum gar nicht
nicht gefallen. Ich gehe davon aus, dass sich der Tineco A11 irgendwo zwischen diesen beiden Modellen einordnet. Vermutlich wird er zu den besten Geräten gehören, aber aus meinen bisherigen Tineco-Erfahrungen und dem etwas gehobenen Preis gehe ich einfach nicht davon aus, dass das Modell eine bessere Preis-Leistung bieten kann als die Modelle aus dem Video hier. Aber mein Review seht ihr dann bald auf Kanal 2. Ja, für die Zukunft würde ich mir ganz allgemein wünschen, dass die Hersteller das Problem mit den Betriebszeiten endlich in den Griff bekommen. Da hapert es, wie erwähnt, technologisch noch sehr. Klar, man will auf der einen Seite hoch hinaus und immer mehr Power in die Sauger verbauen, um endlich sagen zu können, wir brauchen keine Kabelsauger mehr. Mehr Power bedeutet dann natürlich wiederum auch einen hohen Kontrast zur Betriebszeit. Aber dennoch, ich finde, Wechselakkus sind schon mal ein ganz guter Lösungsansatz. Das würde ich gerne bei jedem Gerät sehen in Zukunft. Und vielleicht geht die Entwicklung bei den Akkus ja auch schneller voran, als wir denken. Ja, ich werde die nächsten 3 Monate erstmal weiter testen und schauen, was so passiert. Alle neuen Abonnenten heiße ich recht herzlich auf dem Kanal willkommen. Ich freue mich, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Ich lese mir übrigens auch fast alle Kommentare durch. Also, ich bedanke mich bei euch und freue mich auf eure Gedanken zu dem Video und wünsche euch ansonsten viel Erfolg bei der Suche. Wir sehen uns im nächsten Video mit den Premium-Geräten. Bis dahin, ciao.